und hallo auf meinem Kanal Mami Sue, wo ich meine besten Tipps und Tricks aus dem Mami-Alltag für euch zusammenfasse. Mein Name ist Irina und ich liebe es, meinen Alltag mit Kreativität und kleineren und größeren Projekten aufzupeppen. Und in diesem Video zeige ich euch, wie ich die Taufkerze meiner Tochter selbst gemacht habe. Also los geht's mit diesem DIY zum Thema Taufkerze. Zuerst habe ich mir ein Bild rausgesucht, das zu meinem Design passt und das ich mir vorgestellt habe und in PowerPoint Schrift und das Datum der Taufe hinzugefügt. Wichtig ist, es auf weiß im Hintergrund zu gestalten, da die Ränder, wenn sie mitgedruckt werden, auch auf die Kerze übertragen werden. In den benutzerdefinierten Einstellungen für die Foliengröße im PowerPoint habe ich den Umfang der Kerze zur Breite gemacht. In diesem Fall 10 cm, damit das Design später nicht überlappt. Abspeichern und danach konnte ich es im Designer spiegeln und als PNG abspeichern. Also so, dass der Hintergrund transparent ist. Wie immer verlinke ich euch alle Materialien und alle anderen Links unten in der Infobox. Drucken, fertig. Das Bild oder Design muss deshalb gespiegelt sein, da es mit der Bildseite nach unten auf die Kerze kommt. In dem Fototransfer-Patch-Set sind einmal die Transferlösung, ein Überzugslack bzw. Klarlack, ein Synthetikpinsel und ein Rakel, um Luftblasen auszudrücken. Nachdem ich das Bild mit möglichst runden Kanten zugeschnitten habe, streiche ich eine Lage von dem Transferpatch auf die Kerze und auf die Druckseite des Designs. Mein Tipp: nicht sparen, damit alles gut übertragen wird. Ich lasse die Kerze leicht gestützt trocknen, damit es nicht auf dem Papier kleben bleibt. Entweder man lässt es 8 bis 12 Stunden so trocknen oder wenn man wie ich eher ungeduldig ist, dann kann man es auch mit einer niedrigen Stufe auf dem Föhn ca. 15 Minuten trocknen. Achtung, nicht zu heiß, sonst verformt sich die Kerze. Aber mit Vorsicht hat es sehr gut geklappt. Mit dem Spatel oder Rakel streiche ich alles vorsichtig fest. Ich habe für die ganz hartnäckigen Luftblasen eine kleine Nadel verwendet. Danach föhne ich die Stelle wieder, bis es wirklich trocken ist. Wenn alles gut durchgetrocknet ist, hole ich mir ein nasses Tuch, in dem Fall habe ich mir eine normale Küchenrolle geholt, und tupfe das Papier so lange ein, bis es sich löst und abkrümelt. Das dauert ein paar Minuten, aber nicht zu sehr rubbeln, sonst geht das Design wieder mit ab. Also schön vorsichtig. Irgendwann kann man dann die Fusseln mit wenig Druck wegrubbeln. Immer wieder feuchte ich dann das Papier weiter an, damit es sich leichter löst. Und es sieht doch extrem toll aus, ich bin richtig stolz. Ein paar Minuten trocknen lassen und dann mit dem Klarlack überziehen. Da verwende ich recht wenig, damit es keine Streifen bildet. Am Ende habe ich die Bordüre mit den Händen erwärmt und vorsichtig auf die Unterseite und Oberseite gelegt. Ja, das war mein Tutorial zum Thema Taufkerze selbst gestalten. Ich bin froh, dass ich es doch noch geschafft habe, das Video hochzuladen. Ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Wenn ja, hinterlasst mir ein Like und vielleicht in den Kommentaren, was ihr schon so alles mit Transferpatch gemacht habt. Alle Infos und Links sind in der Infobox und ich freue mich auf nächstes Mal. Tschüss!